In diesem Film ist Takuyitin so alt wie du. Würdest du mit ihm befreundet sein? Freunde, ich bin Takuyitin. Mein richtiger Name ist Takuyitin al-Rashid. Ich bin der letzte große Vertreter der islamischen Astronomie. Ich bin einer der bedeutendsten Mathematiker und Astronomen meiner Zeit. Möchtet ihr mich kennenlernen? Ich wurde 1526 in Damaskus geboren. Die ist eine der wichtigsten historischen Städte der islamischen Welt und gilt als die älteste Stadt des Nahen Ostens. Ich bin in einer türkischstämmigen Familie in dieser angesehenen Stadt aufgewachsen, die seit Jahren die Heimat verschiedener Kulturen ist. Meine liebe Mutter hat mich immer mit ihrer Liebe und Fürsorge unterstützt. Mein Vater war Lehrer in der Medresen von Damaskus. Meine erste Ausbildung habe ich von meinem Vater bekommen. Er hat mir die arabische Sprache und das Lesen des Korans beigebracht. Dann nahm ich Unterricht bei verschiedenen Lehrern in Kairo und Damaskus. Meine Tage verbrachte ich mit Bildung. Ich liebte es zu lernen, zu lesen und neue Informationen zu recherchieren. 1550, als ich 24 Jahre alt war, ging ich mit meiner Familie nach Istanbul. Istanbul hat uns alle fasziniert. Ich setzte meine Ausbildung in dieser schönen Stadt fort. Ich nahm Unterricht bei den wichtigsten Lehrern dieser Zeit. Später ging ich nach Ägypten und wurde Lehrer. Von nun an würde ich das, was ich von meinem Lehrer gelernt habe, auf meine Schüler übertragen, deren Augen so hell leuchten wie eure Augen, die Erwachsenen der Zukunft sein werden, und ich würde sie ausbilden. Während ich meine Schüler unterrichtete, arbeitete ich auch an Astronomie und Mathematik. In dieser Zeit trat Abdülkerim Çelebi in mein Leben, der meine wissenschaftliche Persönlichkeit maßgeblich geprägt hat. Ich hatte großen Respekt vor meinem Lehrer und widmete ihm mein Buch über Optik. Auf diese Weise wollte ich ihm auch nur ein wenig für seine Bemühungen um mich danken. Dieses Buch, das ich das Attribut des Lichts und die Bildung des Sehens nannte, war ein wichtiges Werk der Optik, das zu meiner Zeit nicht viel studiert wurde. Ich habe verschiedene Werke über Mathematik, Astronomie, Physik, Optik, Mechanik und Medizin geschrieben. Mein großes Interesse an der Astronomie war in meinen Arbeiten leicht zu erkennen. Wenn ihr eines Tages meine Werke lest, könnt ihr es sehr deutlich sehen, und das würde mich auch freuen. Kinder, ich liebte es, alles um mich herum zu beobachten. Meine Leidenschaft für die Untersuchung dessen, was in jungen Jahren um mich herum vorging, wurde mit zunehmendem Alter zum Firmament gerichtet. Ich habe die Unregelmäßigkeiten in den Bewegungen des Mondes, der Erde und anderer Planeten in eine große Ordnung erklärt, die den heutigen Werten nahe kommt, wobei ich meine Berechnungen nur auf der Grundlage meiner Beobachtungen angestellt habe. Ich sagte Murat III., dem damaligen Sultan, dass der alte Zig den Bedarf nicht mehr decken könne und dass neue Beobachtungen erforderlich seien. Ich erklärte ihm, dass es wichtig sei, eine Sternwarte zu errichten, damit die bisher in der islamischen Welt durchgeführten Astronomiestudien nun auch im Osmanischen Reich weitergeführt werden können. Der Sultan beauftragte sofort seinen Wesir Sokullu Mehmet Pasha und Hoca Saadettin Efendi, mir zu helfen. So gründeten wir das Istanbuler Observatorium, das mit den perfektesten Beobachtungsinstrumenten seiner Zeit ausgestattet war und eine große Bedeutung in der Geschichte der türkischen Wissenschaft hat. Einige der in dem Observatorium verwendeten Instrumente habe ich selbst erfunden. Dies war das erste Observatorium des Osmanischen Reiches. Kinder, ich habe viele Dinge entworfen, von mechanischen Uhren über Hebel bis hin zu verschiedenen Werkzeugen, die verwendet werden, um Wasser aus Seen, Flüssen und Brunnen zu schöpfen. Ich wurde einer der wichtigsten vom Osmanischen Reich ausgebildeten Ingenieure. Zur Bestimmung der Fixsternkoordinaten habe ich die beringte Kugel mit 6 Ringen entwickelt. Ich habe 1 bis zu 7 Meter großes
Wandzifferblatt gebaut, um Berechnungen über Sonne und Planeten anzustellen. Ich habe einen Mechanismus entwickelt, um die Höhe der Sterne zu bestimmen. Das Wichtigste meiner Astronomiestudien war die Ermittlung der Gradient zwischen Erde und Äquator. Kinder, zu meiner Zeit waren die technologischen Möglichkeiten begrenzt. Unter den Bedingungen meiner Zeit fand ich diese Gradient nur eine Minute 40 Sekunden von ihrem heutigen Wert entfernt. Habt ihr schon von dem berühmten Astronomen Kopernikus aus dem 16. Jahrhundert gehört? Er ist ein sehr berühmter Astronom. Wenn ihr seinen Namen noch nicht gehört habt, könnt ihr mit ein wenig Recherche viele Informationen über ihn finden. Ich habe lange von Kopernikus, von dem ich sprach, Begriffe in der Trigonometrie gefunden, definiert und bewiesen. Ich habe Tabellen in diesem Bereich vorbereitet. Ich habe angefangen, Dezimalbrüche zu verwenden, indem ich ein einzigartiges System im Bereich der Arithmetik entwickelt habe. Ich war der Erste, der Dezimalbrüche eingeführt hat, die ihr aus dem Mathematikunterricht kennt, und ich war der erste Mathematiker, der sie ausgiebig verwendet hat. Ich habe eines der wichtigsten Probleme der Astronomen gelöst, das komplexe Rechensystem. Ich brachte ein neues System zu astronomischen Berechnungen. Wisst ihr, Kinder, ich war der Erste, der zu Lebzeiten darüber sprach, was man heute ein Teleskop nennt und was ich eine Art Linse, das weit entfernte Dinge zeigen kann, nannte. Ich habe 1559 eine mechanische Uhr gebaut und ein Buch über die von mir entworfenen Uhren geschrieben. Es war das umfassendste Werk zu diesem Thema in dem Jahrhundert, in dem ich lebte. Zum ersten Mal auf der Welt zeigte ich die Sekunde in meinen Uhren, die ich als Beobachtungsinstrument betrachtete. Liebe Kinder, glaubt mir, ich weiß nicht, wie ich das Glück beschreiben soll. Zu lesen, zu recherchieren und der Welt unvergessliche Werke zu hinterlassen. Denkt einmal drüber nach, die Werkzeuge, die ihr entwerft, erleichtern vielen Menschen auf der Welt das Leben. Oder durch die Entwicklung dieser Werkzeuge entstehen neue Erfindungen. Es ist wirklich ein großes Glück. Es gibt so viele unerforschte und unentdeckte Dinge im Leben, die darauf warten, entdeckt zu werden. Vielleicht könnt ihr einer der Menschen sein, die sie enthüllen und in den Dienst der Menschheit stellen. Ich hoffe, dass ihr nie aufhört, neugierig zu sein und eure Interessen nachzugehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch beim Betrachten der Sterne am Himmel manchmal an mich erinnert. Ich grüße euch alle mit Liebe.